Schweizen gibt's bekanntlich ja etliche. Alle bis auf eine sind mickrig klein. Die einzig echte aber, die Eidgenossenschaft, die ist sogar ziemlich groß. So groß, dass ich selbst nach mehreren Urlaubsreisen immer noch weiße Flecken auf der Landkarte habe. Ich glaube, ich muss noch mindestens 10 Mal zum Urlaub danach. So viel gibt's da noch zum Entdecken. Mitten in der großen Schweiz, gar nicht weit weg von der ihrem offiziellen Flächenmittelpunkt, gibt's die große Schweiz aber auch ganz kompakt. Auf einer Fläche von 92 Fußballfeldern oder 66 Hektar. Was steht denn im Neuland drüber? Das Freilichtmuseum Ballenberg macht das Kulturerbe der bäuerlich-gewerblichen Schweiz zugänglich. Das Museum macht Geschichte mit allen Sinnen erlebbar, indem es Architektur, Handwerk und Lebensweise vermittelt, die ländliche Wirtschaft aufzeigt und die Kulturlandschaft pflegt. Der Ballenberg ist ein lebendiges, kulturelles Zentrum zum Mitmachen mit handwerklichen Vorführungen, Kursen, Ausstellungen, Veranstaltungen und Publikationen. Lebendiges Museum klingt interessant. Für den Museumsbanausen wie mich, den leblose Ausstellungen langweilen, vielleicht das Richtige? Ich will's rausfinden. Geht schon recht lebhaft los. Auf dem Weg vom Westeingang her für meinen Geschmack ein bisschen zu lebhaft, also jetzt vom Publikum her. Deswegen biege ich als erstes Richtung Ziegelei ab. Die liegt schön abseits. Auf dem menschenleeren Weg bleibe ich an dem niedlichen Puppenhäusle da hängen. Ein Bienenchalet? Ah ja, wieso auch nicht? Ganze 9 Bienenvölker sollen da drin Platz haben. Da wohnen ja heute noch echte Bienen drin. Fängt ja schon lebendiger an, als ich es je erwartet hätte. Die Ziegelei wurde im Jahr 1763 in Perry im Berner Jura errichtet. Erst vor wenigen Jahren ist sie ins Freilichtmuseum umgezogen. In der Ziegelei auf dem Ballenberg entstehen seit 2018 wieder Biberschwanzziegel in traditioneller Handwerkskunst, so wie damals. Lehm, Wasser, Sand und Feuer. Schon seit Jahrtausenden werden mit diesen Zutaten Ziegel hergestellt. Traditionelle Handwerkskunst? Klingt spannend. Da muss ich etwa 50 Mal wird da der Ton geschlagen. Da zum Vermeiden, dass Luft irgendwo noch unten drinnen sein könnte, schlage ich dann den Batzen in die Form. Diese Arbeit hat immer der Ziegelmeister gemacht. Er musste auch die Verantwortung tragen dafür, dass das alles gut rauskommt dann bis nach dem Brand. Der Ziegelmeister hat eigentlich traditionell nur diese Arbeit gemacht. Eigentlich schon, wenn er dann den Ziegel so den Überstand abgestrichen hat, war da schon einer, der hat ihm dann den Lehm wieder abgenommen. Vielleicht auch die Nase, hat vielleicht schon wieder der Nächste gemacht. Das ist die Nase, die stehen bleibt, damit der Ziegel an der Dachlatte hält. Das ist jetzt die untere Seite. Das ist das Nasenbrettchen, darauf trocknet der Ziegel dann, auf diesem Brettchen. Da werden die Poren geschlossen, die Wasserrillen gezogen. Das Wasser wird so gegen die Mitte gelenkt und kann dann so wieder auf den nächsten Ziegel laufen. Produktionsjahr, und dann löse ich es aus der Form. So ist dann der Ziegel fertig. Muss noch jetzt noch mindestens 5 Wochen trocknen in der Trocknungshalle, ist dann bereit zum Brand.
Junge, Junge, ganz schön mühsames Geschäft, bis man da die Ziegel für ein ganzes Hausdach zusammen hat. Das Brennen täte mich interessieren. Aber der Ofen sieht mir nicht danach aus, als ob der hier im Museum schon mal in Betrieb gewesen wäre. Ob das wohl noch kommt? Schwül ist es heute. Ich schwitze wie Sau. In das Brünnli da hätte ich mir am liebsten neilegen. Darf man natürlich nicht. Da trinken ja die Viecher draus. Solche Brünnli gibt's überall im Museum. Da fülle ich meine Trinkflasche wieder auf. Ganz frisch zapft schmeckt's Bergwasser eh am besten. Die Tiere hier, die müssen doch auch irgendwo hier daheim sein. Der Misthaufen sieht mir ja auch nicht so aus, als wäre da bloß ein Exponat von einer Ausstellung. Riecht auch noch recht frisch. Wo Haustiere wohnen, da müssen doch auch Menschen leben. Nur wo? Ich sehe sie nicht. Hallo, ist jemand daheim? Besonders groß gewachsen sind die Hausleute wohl nicht. Ich muss mich ganz schön ducken. Hab hier drin schon so das Gefühl, dass da tatsächlich Leute wohnen. Wirkt irgendwie gemütlich. Die Viecher sind ja auch frisch versorgt. Zumindest mit Futter. Vom Körpergeruch her würde ich allerdings sagen, die hätten mal ein Vollbad nötig. Och nö, das soll man doch nicht. Legt sich das voll da rein. Aber wer könnte es besser verstehen als ich? Es scheint sich ja sauwohl zu fühlen. Auch ich fühle mich sauwohl hier. Überall gibt's schattige Ecken zum Hinhocken. Ich mach jetzt mal Mittag. Mahlzeit. Brutal, wie die Zeit verfliegt. Zwei haben wir's jetzt schon. Und ich häng immer noch im Westteil vom Museum rum. Ich mach mich jetzt mal auf den Weg ins östliche Mittelland. Die Säge soll heute in Betrieb sein. Ist bestimmt interessant. Eigentlich wollte ich das Wegli durch den Wald da nehmen. Aber irgendwie habe ich die Abzweigung verpasst. Auch da, wo ich stattdessen rauskomme, ist das Museum recht lebendig. Der Geruch hier erinnert mich stark an den Geschmack von unpaniertem Schnitzel und Schweinebraten. Zum Glück habe ich gerade erst was gegessen, sonst hätte ich jetzt einen Mordshunger. Oh, jetzt habe ich mich glaub richtig verlaufen. Egal, so kriege ich wenigstens einen Überblick, wie riesig das Gelände ist. Ich finde schon noch den Weg zur Säge. Ui, wie ich die Zeit verdattelt hab. Gleich Feierabend im Museum. Die Knochenstampfe, was auch immer das ist, wird gerade abgeschalten. Die Säge steht auch schon still. Oh Mino. Aber halt, ich hab Glück. Der Meister ist noch da und macht für die letzten interessierten Besucher Überstunden. Thank you.
brutal, wie das Ding schafft. Bloß mit der Kraft von so einem bisschen Wasser, was über den Rädle läuft. Klimaneutral und nachhaltig, da hätten wir heute wahrscheinlich dazu sagen. Schon geil, dass die alte Technik heute nur funzt wie damals. Ist bestimmt ein Haufen Aufwand, das alles zum Warten und zum Reparieren. Aber lohnt sich, Maschine lebt. Die Einfachgattersäge stammt aus dem Kanton Zürich und datiert aus dem späten 19. Jahrhundert. Über riesige Kammräder und Transmissionsriemen wird die Energie bis auf das Sägegatter übertragen. Dort frisst sich das gezahnte Stahlblatt in den Holzstamm. Das Sägen eines 5 Meter langen Brettes dauert eine Viertelstunde. Moderne Sägewerke spucken mehrere Bretter gleichzeitig aus, fast im Sekundentakt. Langsam wird's ruhig im Museum. Na, mach ich jetzt auch Feierabend. Bin jetzt richtig müd. Ich nehme den ganzen Haufen Eindrücke mit heim, die ich erstmal verschaffen muss. Klar ist mir mittlerweile, das Museum ist ganz schön lebendig und ganz schön groß, riesengroß, vor allem großartig. Heute habe ich vielleicht gerade mal ein Zehntel davon gesehen. Rein rechnerisch muss ich also nur mindestens 9 Mal wiederkommen, wenn ich mir alles angucken will. Das nehme ich mir vor. Ich bin mal wieder auf Urlaubsreise in der Schweiz. Und weil es die Tage in der ganzen Schweiz schiffen soll, außer im Wallis, fahre genau dahin. Im Grunde genommen ist ja die ganze Schweiz ein einzig großes lebendiges Freilichtmuseum, wenn man die richtigen Orte anfährt. Im Wallis jedenfalls fallen mir ein Haufen so Holzhütten auf, wie zu Steinplatten zwischen den Holzstützen und der Hütte. Wirkt irgendwie fragil. Was es damit auf sich hat? Ich tät ja vermuten, die Steine sollen verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Boden an die Stützen hochzieht. Ob ich da richtig lieg? Die Antwort erfahre ich bestimmt am Ballenberg. Ein paar Tage später ist auch im Berner Oberland das Wetter wieder freundlicher. Also auf ins Museum. Diesmal nehme ich den Eingang Ost. Da bin ich gleich direkt im Wallis. Weit komme ich allerdings nicht, weil ich mir als erstes in die beiden Mühlen da verliebe. Ganz schön lang bleibe ich da hängen. Auf, weiter geht's. Ich bin doch wegen den Blättle da. Aber im Museumswallis finde ich die nicht. Aus Holz und Stein sind die Häusle ja alle gebaut. Aber wo sind die Steinblättle? Die muss es hier doch geben. Im Tessin tät's so einen Kornspeicher geben, habe ich mir sagen lassen. Also gut, wieder quer durchs Museumsgelände. So lerne ich wenigstens immer neue Ecken kennen. Ich komme an einige so Häusle vorbei, die gehen schon in die Richtung, wonach ich suche. Aber meine Steinblättle aus dem Wallis gibt's am Ballenberg wohl wirklich bloß im Tessin.
Ah, da hätten wir ja den Kornspeicher. Der Kornspeicher aus dem Jahr 1515 ist, wie die Walliser Speicher auch, aufgebockt, damit Luft zirkuliert und Bodenfeuchtigkeit nicht das Getreide erreicht. Aha, okay. Mit Feuchtigkeit war ich wohl nicht so weit weg. Aber wozu dann die Blättle? Grüezi wohl, ich bin das Erklärbärli. Stell dir vor, ich wäre eine Maus. Ich will natürlich an die Vorräte. Jetzt pass gut auf. Aha. Die Blättle sollen also Mäusle abhalten? Besser mal nachlesen. Ah, die Dinger heißen tatsächlich Mäuseplatten. Aber stellen die wirklich ein Hindernis für Mäuse dar? Die Steinplatten sollen gefräßige Mäuse am Zugang zum Getreide hindern. Doch Mäuse können springen oder über eine Leiter in den Speicher gelangen, die dort vergessen wurde. Ja, eben. Eine andere Erklärung lautet daher, dass der schwere Holzspeicher auf den Steinplatten statisch besser aufliegt als auf den schmalen Stützeln. Interessant. Mäuse oder Statik? Wie so oft gibt's wohl nicht bloß die eine Wahrheit. Umso mehr habe ich heute dazugelernt. Im Museum gibt's freie auch Theateraufführungen. Wegen Corona gibt's das Jahr verschiedene Kurzstücke an mehrere Orte. Zwei davon schaue ich mir jetzt an. Meine Kamera bleibt aber aus. Boah, war das gut. Bin richtig berührt und muss die Eindrücke erstmal verschaffen. Dazu brauche ich was Leckeres zum Essen. Auch was zum Mitnehmen für daheim. Irgendwie rennt mir die Zeit davon. Ich wollte mir doch nur den Ziegelbrand anschauen. Habe erst gestern davon erfahren. Das will ich unbedingt sehen. Zum ersten Mal wird in der Ziegelei auf dem Ballenberg gebrannt. Ein in dieser Größenordnung europaweit einzigartiges Experiment für die Wissenschaft. Denn wie genau das früher in Peri gemacht wurde, ist nur bedingt dokumentiert. Auf einer Unterkonstruktion aus Schamott sind Backsteine locker geschichtet. Darüber das eigentliche Brandgut, rund 5000 Biberschwanzziegel und Ziegelsteine. Eine Humusschicht isoliert das Brandgut. Der Wärmefluss im Ofen wird über 12 Kamine mit Deckel gesteuert. Der Branderfolg hängt von der Temperatur im Ofen ab. Sie darf in den ersten Tagen nur langsam steigen, sonst würde die Feuchtigkeit im Ton die Ziegel zerbersten. Nach 4 bis 5 Tagen beginnt der eigentliche Brand bei Temperaturen von bis zu 950 Grad. Als ich das letzte Mal da war, konnte man da noch reingucken. Jetzt ist alles dicht. Ich guck mal von oben, ob man da noch rein sieht. Nö. In der Ecke da sind die Deckel offen. So zieht der Ofen mehr Luft und wird heißer. Prinzip verstanden. In der anderen Ecke qualmt schon der Humus und wird mit Sand gelöscht. Scheint mir brandgefährliche Geschichte zu sein. Nicht, dass am Ende die ganze Ziegelei abbrennt. Ich habe mir von den Fachleuten erklären lassen, im Ofen hätten sie mehrere Sensoren einbaut, mit denen die Temperatur überwacht wird. Früher gab es die Technik natürlich nicht. Da hat man auf Erfahrungswerte gesetzt, die heutzutage fehlen. Vielleicht gewinnt man die durch das Projekt ja wieder zurück. Das Museum hat Feierabend, die Leute vom Projekt noch nicht. Im Schichtbetrieb wird der Brand bewacht, Tag und Nacht. War echt ein Erlebnis heute. Ich spüre regelrecht, wie die Leute für ihr Projekt brennen. Richtig Feuer und Flamme. Bin jetzt auf das Ergebnis gespannt. Kommen da am Ende brauchbare Dachziegel raus? Jetzt bin auch ich Feuer und Flamme.
Es ist Saisonabschluss im Museum. Thiel Strebe geht zur Ziegelei. Dort ist Ruhe einkehrt. Und, wie sieht's aus? Gut sieht's aus, würde ich sagen. Bissle Bruch lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden. Mit den guten Ziegel könnte man jetzt bestimmt ein ganzes Haus im Museum neu eindecken. Im Trockenlager ist jetzt wieder Platz für einen ganzen Haufen Ziegel, die im Museum hergestellt werden. Ruhig ist es geworden im Museum. Richtig schön gemütlich. Aber wenn es was zum Fressen und zum Saufen gibt, ist kurz Action angesagt. Passend zur ruhigen Stimmung schaue ich mir noch ein bisschen Stillleben an. Von wegen Stillleben. So wie die Sachen alle arrangiert sind, da wohnen doch Menschen drin. Während ich mich so durchs Haus bewege, verhalte ich mich ganz ruhig, weil ich dauernd das Gefühl habe, gleich kommt einer von den Hausleuten ums Eck. Faszinierend. Wie man Stillleben so arrangieren kann, dass es so lebensecht wirkt. Gefällt mir. Wie war das nochmal? Lebendiges Museum? Und wie? Finde ich ja richtig geil. Ich frage mich, kann man ein Museum eigentlich noch lebendiger gestalten? Ich glaube ja nicht. Der Ballenberg ist nicht bloß groß, auch großartig. Wie die große Schweiz halt auch. Feuer und Flamme sind bei mir entfacht. Ich komme wieder, darauf kann Schein lassen.